Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung, zu unserem Video. Heute geht es um die Frage des Einflusses von großen Huftieren in Naturwäldern. Wir haben verschiedene Videos Ihnen zeigen können, wo es um die Frage Wald und Wild geht, wo es vor allen Dingen um Wirtschaftswälder auch geht. Das ist ja immer das sehr konfliktbehaftete Thema, gerade hier in Mitteleuropa und speziell in Deutschland. Es wird aber zunehmend auch interessant, die Frage von Naturwäldern und Wildtieren zu stellen, gerade im Kontext der aktuellen Diskussionen in der Forstwirtschaft, speziell hier in Deutschland, wo es eben darum geht, brauchen wir mehr naturnahe Wälder, brauchen wir mehr sich selbst überlassene Wälder vielleicht sogar, oder umgekehrt, brauchen wir weniger Wirtschaftswald. Das ist ein Thema, was ja in den Medien in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich auch in den letzten Jahren schon immer wieder mal diskutiert wurde, auch vertiefend diskutiert wurde. Und ich würde hier eigentlich gerne das Thema Naturwald und Wildtiere, vor allen Dingen große Huftiere, einmal etwas mehr vertiefen. Dass wir damit auch jenseits der reinen Waldstrukturen uns gedanklich bewegen, ist auch klar. Es gibt da auch interessante Literatur zu. Ich will hier nochmal zwei kleine Beispiele nennen. Ich würde diese Tagungsbände, ich glaube, da haben wir noch ein oder zwei oder drei von übrig, auch mal versuchen, der SLUB zur Verfügung zu stellen, dass sie das vielleicht auch mal ausleihen können. Das sind zum Beispiel Tagungsbände aus den 1990er und frühen 2000er Jahren, wo es um die Frage der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern geht. Da ist im Wesentlichen, sind da Kollegen wie zum Beispiel Herr Gerken und Herr Görner aus Jena dran beteiligt. Sie können auch eventuell bei Herrn Görner in Jena bei der AG Artenschutz mal anfragen, ob Sie da möglicherweise so ein Band entweder käuflich erwerben können oder vielleicht sogar ein Band so zur Verfügung gestellt bekommen. Dann haben wir hier einen ähnlichen Tagungsband, ebenfalls von Gerken und Görner herausgegeben, wo es ebenfalls um die Frage von Landschaftsentwicklung, Evolution und durchaus auch großen pflanzenfressenden Arten in Mitteleuropa geht. Das sind eigentlich so die Dinge, die man vielleicht neben dem eigentlichen Thema nochmal lesen kann. Im Übrigen habe ich ein paar Literaturzitate im Video. Sollten Sie daran interessiert sein, lassen Sie uns das wissen. Da kommen wir Ihnen diese Arbeiten auch zumindest nochmal im ausführlichen Zitat und vielleicht sogar als PDF zur Verfügung stellen. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die Frage naturnaher Wälder rückt mehr und mehr in die Diskussion. Und wir müssen uns, glaube ich, erstmal, wenn wir uns hier forstlich etwas tiefergreifend gedanklich mit den Dingen beschäftigen, auch mit ein paar Definitionen oder zumindest mit ein paar Inhalten von Begriffen beschäftigen. Es wird ja immer gerne auch im Marketing, sei das nur Nationalparke oder seien das jetzt auch politische Gruppen oder Policymaker oder NGOs, Verbände, da wird sehr leicht und sehr lapidar immer von Urwäldern und von Naturwäldern und Ähnlichem geredet. Genauso wird immer auch sehr unkritisch von Wildnis geredet. Und Sie als zukünftige forstliche Profis sollten das eigentlich besser verstehen und da vielleicht nochmal ein paar klare Begrifflichkeiten. Der Begriff Urwald, der bezeichnet ja, gibt ja zum Beispiel bekannte Waldbaukollegen, Professor Leibundgut in Österreich beispielsweise, haben das ja auch sehr gut definiert. Urwälder sind letztendlich vom Menschen unbeeinflusste Wälder. Und es ist eigentlich klar, dass es in Mitteleuropa definitiv keine Urwälder im eigentlichen Sinne mehr gibt. Es gibt also keine vom Menschen unbeeinflussten Wälder bei uns. Jeder Quadratmeter Wald bei uns ist irgendwann mal oder wird gerade heute vom Menschen beeinflusst. Das müssen wir einfach wissen. Deshalb sollten wir hier in der Diskussion immer sehr vorsichtig mit dem Begriff der Urwälder sein. Stattdessen wird häufig, so ein bisschen als Feigenblatt auch, aber also der trifft es eigentlich nicht ganz, aber er kommt dem sehr nahe, wird oft der Begriff des Naturwaldes genannt. Eigentlich müsste eher naturnahe Wälder heißen, weil Naturwälder
sind jetzt rein von der Semantik her jetzt nicht wirklich ein anderer Begriff als Urwälder, wenn wir so wollen. Aber sie werden, wir nennen sie Naturwälder, es gibt da auch durchaus mittlerweile in der Literatur sehr viel Arbeiten, die diesen Begriff so verwenden. Naturwälder sind also im Grunde solche Wälder, die nicht aktiv von Menschen bewirtschaftet werden. Aber auch die Naturwälder, und wenn wir über Naturwälder sprechen, denken wir oft an die Karpaten, an die großen Buchenwaldkomplexe in den Karpaten. Und dort haben wir derzeit und auch in der jüngeren Vergangenheit oft noch Wälder, die nicht klassisch geregelt forstlich genutzt sind, so wie wir uns das unter unserer forstlichen Nutzung mit Naturverjüngung, Pflanzung, Forsteinrichtung und Ähnlichem vorstellen, sondern die sind oftmals auch in großen Komplexen sich selbst überlassen, sind aber keine Urwälder im engeren Sinne, einfach deshalb, weil sie praktisch auch nicht frei von menschlichen Nutzungen sind, sei es tatsächlich in Notzeiten eben auch beispielsweise die Holznutzung im Sinne von Brennholznutzung, vor allen Dingen aber auch die Jagd hat in diesen großen Waldkomplexen der Vergangenheit eine Rolle gespielt, denn sie sind oft deshalb von Menschen unbeeinflusst oder wenig beeinflusst, weil sie in der Vergangenheit oft jagdliche Präferenzgebiete der jeweiligen Landesherren gewesen sind und damit im Grunde eine Art Bannwälder waren, wo die Menschen eigentlich nicht viele Rechte drin hatten. Und das ist oft der Grund, warum sie zu dem geworden sind, was sie heute sind, nämlich sehr naturnahe Wälder. Was uns heute leider fehlt, sind Referenzwerte, Referenzprojekte, Referenzwaldbilder für den Einfluss oder die Rolle von großen Wildtieren. Und zwar sowohl von den Pflanzenfressern als auch natürlich umgekehrt von der Koevolution zwischen Pflanzenfressern und großen Prädatoren und Wäldern. Also diese Komponente Tiere fehlt bis heute auch in der Forschung. In der Forschung ist sie recht stiefmütterlich behandelt. Im konkreten Wissen fehlt da einiges. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir im Naturschutz einen sehr starken Einfluss der Vegetationskunde beobachten können. Also Naturschutz ist sehr oft mit Vegetationskunde verknüpft und Naturschutz ist eigentlich erst in jüngerer Vergangenheit zunehmend mit dem auch Einbezug von tierischen Organismen, von zoologischen Organismen verknüpft gewesen. Was anderes ist der reine Artenschutz, den haben wir schon sehr früh im Naturschutz gehabt, der sich eben ganz gezielt auf Tierarten fokussierte. Der Naturschutz hat ja oft seine Wurzeln auch, oder weitgehend seine Wurzeln auch im Vogelschutz gehabt, das ist was anderes. Also sobald es dann um große Flächen geht, um Naturschutzgebiete geht, um Nationalparke geht, sind wir sehr schnell in einer Dominanz von vegetationskundlichen Denkweisen. Gleichzeitig müssen wir aber erkennen, dass bestimmte vegetationskundliche Konzepte heute eigentlich keine Gültigkeit mehr haben oder eigentlich noch nie Gültigkeit hatten, aber definitiv als gescheitert betrachtet werden müssen. Insbesondere das Konzept der potenziellen natürlichen Vegetation, was leider immer noch durch viele sogenannte Fachveröffentlichungen geistert. Selbst wissenschaftliche Veröffentlichungen verwenden dieses Konzept häufig noch. Was ist potenzielle natürliche Vegetation? Es geht im Grunde darum, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, weil wie gesagt, wir können es eigentlich nicht wirklich gut verwenden, diesen Ansatz. Es geht im Grunde einfach darum, welche Vegetation würde sich praktisch einstellen unter natürlichen Bedingungen, wenn der Mensch seinen Einfluss zurücknehmen würde komplett. Und es muss klar sein, dass dieses Konzept eigentlich nie wirklich ein wissenschaftliches Konzept hatte, weil wir natürlich evolutionsbiologisch denken müssen in der Natur. Und das bedeutet, die Natur entwickelt sich weiter, während dieses PNV-Konzept eben ein sehr statisches Konzept ist, ein Konzept eines Zustandes. Und es halten sich in der Natur niemals Zustände. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist natürlich der, wir alle wissen, dass wir heute enorme anthropogene Einflüsse auf die Natur als Ganzes haben, auf die Biosphäre letztendlich haben und damit werden natürlich zusammen mit diesen Einflüssen auch die Rahmenbedingungen für die Vegetation verändert, sodass wir im Grunde uns immer wieder fragen müssen, ja, was ist denn, welcher Stichtag
sollte denn für die potenzielle natürliche Vegetation gelten. Da kann vor 10 Jahren schon anders aussehen als heute und vor 100 Jahren wieder anders als vor 10 Jahren. Und wenn wir das Thema Klimawandel noch mit einbeziehen, unabhängig von der Frage, welchen Anteil der Mensch an diesem Klimawandel jetzt hat und welcher Anteil vielleicht auch so von Natur aus schon käme, es ändert sich auf jeden Fall was. Wir wissen definitiv nicht wirklich, in welche Richtung konkret. Diese Änderungen sind aber deutlich zu sehen und sind im Grunde auch offenbar sehr massiv. Und da können wir im Grunde von ausgehen, er wird sich natürlich auch die Vegetation ändern in Zukunft. Auch wenn der Mensch irgendwann mal theoretisch nicht mehr eingreifen würde, wären die Böden beispielsweise schon verändert und dementsprechend auch die Grundlage für das Pflanzenwachstum wäre vielleicht auch tatsächlich die Temperatur, der Niederschlag verändert und damit auch die Grundlage für das Pflanzenwachstum. Also ich denke, wir sollten dieses PNV-Konzept getrost zu den Akten legen. Wir sollten es vielleicht nicht ganz vergessen, einfach als Lehrbeispiel, wie man im Grunde auch mit wissenschaftlichen Konzepten richtig schief liegen kann. Auch als theoretisches Modell, denke ich, ist es nicht hilfreich. Manche sagen ja, man kann es aber als Gedankenmodell nehmen. Nein, auch da funktioniert es leider nicht, weil wir natürlich hier immer noch sehr stark vegetationsbetont sind und definitiv nicht oder nur ganz in wenigen, in ganz geringem Umfang die großen Tiere, die ja in der Vergangenheit noch viel präsenter waren in den Ökosystemen als heute, die blendet es weitgehend aus. Wenn wir über große Tiere in Waldökosystemen sprechen, welche Tierarten meinen wir da? Da meinen wir auf der einen Seite natürlich die Prädatoren und die Allesfresser bzw. Herbivoren. Heute möchten wir uns eigentlich eher auf die Pflanzenfresser fokussieren. Und da zunächst mal das Wildschwein, das natürlich in Wäldern auch lebt und in Wäldern durch bestimmte Einflüsse auch auf die Zusammensetzung der Wälder, der Pflanzengesellschaften wirkt. Es hat durch seine wühlende Ernährungsweise im Boden natürlich auch Einflüsse auf Bodenstrukturen. Dann natürlich das Reh. Diejenigen von Ihnen, die sich mit der Wildökologie-Veranstaltung schon beschäftigt haben, das sollten eigentlich in diesem Semester die meisten sein. Die wissen, dass Rehe, dadurch, dass sie im Grunde Konzentratselektierer sind, dass sie also eine ganz spezifische Nahrungszusammensetzung haben, die extrem von dem anderer Pflanzenfresser wie dem Rothirsch zum Beispiel abweicht. Man nennt sie international auch Browser, also Tiere, die praktisch gezielt Protein oder auch fetthaltige Nahrungsbestandteile heraussuchen und im Grunde die kohlenhydratreichen Gräser beispielsweise meiden. Dieses Browsing hat natürlich andere Einflüsse auf Vegetation, als es zum Beispiel das reine Grasen hat. Deshalb hat das Reh sicherlich auch eine Sonderstellung in Waldökosystemen und es ist auch eine Art, die im Grunde von ihrer ganzen Anatomie, Physiologie her zumindest an Buschlandsysteme sehr gut angepasst ist. Also das Reh kann mit Wäldern wahrscheinlich besser zurechtkommen oder in Wäldern ist es besser angepasst als zum Beispiel der Rothirsch. Den wir hier sehen, Rothirsche sind eigentlich Arten des Halboffenlandes, die durchaus Wälder nutzen und auch vermutlich brauchen zum gewissen Teil, aber letztendlich auch sehr gut große Teile ihres Lebens außerhalb des Waldes zubringen können, wenn man sie denn lässt. Also Rothirsche sind praktisch durch den Menschen sekundär in die Wälder verdrängt worden, weil sie praktisch im Offenland, in der landwirtschaftlichen Fläche, nicht mehr toleriert werden. Bis heute gibt es ja solche Anachronismen wie rotwildfreie Gebiete in vielen Bundesländern, wo man tatsächlich der Meinung ist, man müsste Tiere außerhalb bestimmter vorgeschriebener Gebiete definitiv ausrotten. Also das ist kein Phänomen der letzten Jahrhunderte, das ist ein zum Teil sehr präsentes Phänomen und wird leider auch immer noch sehr intensiv praktiziert. Dammhirsch beispielsweise ist auch eine Art, die noch mehr in Richtung Offenland als in Wälder tendiert, die aber auch Wälder nutzt. Dammhirsch, Sie wissen das aus der Wildbiologie, ist eine Art, die im Wesentlichen vor der letzten Eiszeit hier heimisch war und die dann durch die letzte Eiszeit eine Zeit lang nach Süden verdrängt worden ist, im Mittelmeerraum und dann praktisch zur Römerzeit, also durch die römischen Besatzungstruppen in Mitteleuropa,
wieder zurückgeführt worden ist. Elche sind große Pflanzenfresser in Waldökosystemen, die ihre Verbreitungsgrenze, ihre westliche Verbreitungsgrenze vermutlich irgendwo in Mitteleuropa haben von Natur aus. Elche brauchen im Grunde auch Auwälder mit viel Wasseranteilen. Elche sind verwandtschaftlich sehr nah mit dem Rehwild verwandt und von ihrem Nahrungsspektrum her sehen sie allerdings ein bisschen anders aus, zumal sie eben auch Bäume schälen und auch holzige Bestandteile zum Beispiel mit aufnehmen. Bei den Elchen ist eben die Besonderheit, es sind auch sehr große Tiere, sodass hier auch das Volumen, die entnommene Masse an Pflanzensubstanz schon beträchtlich ist und deutlich größer ist, als zum Beispiel beim Rotwild oder beim Reh der Fall ist. Und dann gibt es Arten, die eben nicht mehr in unseren Wäldern anzutreffen sind. Zum einen, weil sie entweder ausgestorben sind, wie hier das Ur, das lediglich in der Form des zurückgezüchteten Heckrindes heute noch existiert. Das Heckrind ist aber dann eben auch eine, letztendlich, wenn Sie so wollen, domestizierte Form, weil sie das Heckrind von Haustierrinderrassen eigentlich abstammt. Und hinzu kommt der Wisent natürlich noch. Zum Wisent kann man einiges sagen. Wisente sind natürlich auch Rinder, die man ursprünglich als Waldrinder gesehen hat, ist aber im Grunde ein sehr naher Verwandter und dieselbe biologische Art wie die amerikanischen Bisons. Und die amerikanischen Bisons sind im Grunde definitiv mehr Prärierinder, mehr Offenlandarten. Dennoch gibt es in neuerer Zeit durchaus auch Hypothesen, dass Wisente eben auch nicht nur die Art des dunklen und tiefen Waldes sind, sondern definitiv auch Offenlandflächen im Wald nutzen, auch vielleicht dazu beitragen, dass Wälder offen gehalten werden in bestimmten Teilen. Das sind eigentlich ganz interessante Aspekte, auch in Bezug auf Arten, die wir heute eigentlich nicht mehr vor unserer Haustür draußen jederzeit finden können. Dann haben wir hier noch eine Art, das Mufflon. Mufflon ist ein Wildschaf, ist im Grunde auch, gehört im Grunde zu einer Großart Ovis Ammon, den Dickhornschafen, die praktisch zirkumpolar weltweit verbreitet sind, auch in verschiedensten Lebensräumen verbreitet sind. Das Mufflon ist, wie Sie wissen, im Grunde hier anthropogen angesiedelt worden, weil es in seinen natürlichen Lebensräumen keine sichere Basis mehr hat, dort hochgradig gefährdet ist. Auf den Inseln Korsika, Sardinien hat es bei uns im Grunde so eine Art Asyl in unseren Landschaften gefunden. Man kann auch im Grunde von einer exitogene Haltungsmaßnahme sprechen, wenn man das mal naturschutzfachlich beurteilen will. Das Mufflon ist ganz interessant, weil es eben ein Mischäser ist, der aber durchaus Tendenzen zu den holzigen Bestandteilen oder auch zu den verholzenden Pflanzenteilen und auch zu den Gräsern hat und damit durchaus dort, wo die großen Wildrinder fehlen, diese zumindest ein gewisses Stück weit in der Ökologie ersetzen kann. Das heißt also, wenn wir tatsächlich von bestimmten Funktionen oder Ökosystemleistungen von Arten sprechen, dann könnte man tatsächlich das Mufflon im Moment als einen vielleicht schlechten Ersatz, aber immerhin einen gewissen Ersatz für die großen Wildrinder sehen im Zuge der entsprechenden Biozönosen. Die häufigste und umstrittenste Art eben unter den großen Pflanzenfressern ist im Moment tatsächlich der Rothirsch. Und seine Rolle, wie wir Menschen ihn definieren, ist eben sehr unterschiedlich und auch sehr kontrovers und letztendlich eben auch Teil der verschiedensten Konflikte, über die wir an anderer Stelle uns natürlich auch schon hier geäußert haben und Ihnen dazu Wissensbasen und Videos bereitgestellt haben. Im Wirtschaftswald hat der Rothirsch im Grunde zunehmend, muss man wieder leider sagen, also es ist verblüffend, wie wir im 21. Jahrhundert auch hier wieder in Denkweisen verfallen aus dem vorletzten Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert,
Tiere in nützlich und schädlich einzuteilen. Das sagt zwar keiner laut, aber im Grunde denken viele Menschen so. Das gilt sogar in Nationalparken, das muss man sich wirklich mal klar vergegenwärtigen. Es gibt also durchaus große Nationalparke in Mittelgebirgen mitten in Deutschland, wo massiv immer noch Rotwildbestände gezielt reduziert werden. Da muss man wirklich sich fragen, wo ist da eigentlich das fachliche Konzept eines solchen Nationalparkes? Gleichzeitig haben Rothirsche ein großes Potenzial. Sie werden oft als Landschaftsgestalter bezeichnet. Ich mag diesen Begriff nicht so gerne, weil es eben wieder eine sehr stark vermenschlichende und eine sehr stark in diesen Begriff der sogenannten Ökosystemdienstleistungen tendierende Bezeichnung ist. Dazu gibt es auch mal ein eigenes Video zu dem Thema Ökosystemleistungen. Der Rothirsch gestaltet die Landschaft nicht, um uns Menschen jetzt eine schöne Naturlandschaft zu präsentieren, sondern er gestaltet die Landschaft, weil er im Grunde ein Teil eines Ökosystems ist, ein Teil einer natürlichen Gemeinschaft ist, ein Teil von Biodiversität ist, und er schafft eben auch Biodiversität. Und das ist genau das, was wir mit diesem Begriff meinen. Der Rothirsch ist auch eine Art, die an der Offenhaltung von Landschaftsteilen zumindest sehr gut mitwirken kann. Sie kennen aus dem Naturschutz die Diskussion, auch hierzu haben wir nochmal ein separates Video, wo es darum geht, dass gerade Offenlandanteile, also alte Agrarlandschaften vielleicht sogar, sehr wertvoll in Bezug auf die Erhaltung von Biodiversität sind. Und diese Offenhaltung ist eben etwas, was Rothirsche auch zumindest teilweise und zumindest, wenn man sie entsprechend lenkt, sogar sehr weitgehend auch leisten können. Andersherum, die Rolle in Naturwäldern ist heute nach wie vor nicht wirklich reflektiert. Wie gesagt, im Wirtschaftswald wird der Rothirsch oft als schädlich angesehen. Aus Partikularinteressensicht des Wirtschaftes ist das ja auch okay. Da gibt es natürlich dann Konflikte zwischen den wirtschaftlichen Zielen und dem Artenschutzziel und den ökologischen Zielen. Wobei man ökologische Ziele eigentlich auch nicht definieren sollte, weil Ökologie ist immer etwas, was die Natur relativ zielfrei macht. Im Naturwald haben wir heutzutage gerade hier in Mitteleuropa Schwierigkeiten, mit einer Art wie dem Rothirsch umzugehen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, weil wir einfach nicht die wirkliche Vorstellung haben, wie war es denn vor den großen Eingriffen des Menschen, wie war es denn vor der geregelten Forstwirtschaft, wie war es denn vor 500 oder vor 1000 Jahren. Einen kleinen Eindruck gibt uns hier die Grafik von Aldo Leopold, die hier aus einem Werk von Aldo Leopold zitiere. Hier gibt es sozusagen einfach mal eine grobe Darstellung der Bestandesschwankungen großer Huftiere im Kontext mit entsprechenden gesellschaftlichen Ereignissen, mit entsprechenden Waldformen. Und wir sehen hier irgendwo, im Mittelalter haben wir keine genauen Vorstellungen mehr über die Huftierzahlen in solchen Ökosystemen. Man geht davon aus, dass es irgendwann mal mehr war und dann stetig abgefallen ist, dann wieder angestiegen ist, bis vor dem 30-jährigen Krieg, im 30-jährigen Krieg in Mitteleuropa wieder massiv zurückgegangen ist, und dann praktisch endet das Ganze mit dem World War, also damit ist der Erste Weltkrieg gemeint. Leopold war in seiner Epoche ja im Grunde tätig, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das zeigt im Grunde das Auf und Ab von solchen Huftierbeständen. Es zeigt auch zum Beispiel hier Spruce, also der Aufstieg der Fichtenwälder und der Niedergang der Laubwälder und entsprechende Entwicklungen der Bestände. Also gucken Sie sich diese Grafiken einfach mal an, und da kann man eigentlich sehr schön erkennen, dass es eben sehr, sehr, sehr viele Aspekte in Bezug auf Huftiere und Wälder gibt, die deutlich über das hinausgehen, was wir heute eigentlich erkennen oder erkennen wollen, nämlich gibt es zu viele davon für die Waldverjüngung oder gibt es eher zu wenige davon für die Artenvielfalt. Das sind ja im Grunde so die beiden Punkte, auf die wir das heute oft reduzieren. Aber da gibt es eben auch sehr viele Interaktionen mit menschlichen Aktivitäten in der Vergangenheit. Wenn wir uns fragen, ja, waren denn früher in den großen Naturwäldern oder gar in den Urwäldern viel mehr oder viel weniger Huftiere vorhanden, dann hört man heute sehr schnell die Hypothese, ja, es waren eigentlich deutlich weniger vorhanden. Und wenn Sie die Menschen dann mal fragen, ja, woher wissen wir das denn eigentlich, können Sie mir das mal zitieren, wo Sie das gelesen haben, dann kommt entweder großes Schweigen, weil die Leute keine Ahnung haben,
Oder wenn die Leute ein bisschen Ahnung haben, dann werden sie Ihnen zum Beispiel Arbeiten von Heppner zitieren. Heppner hat 1948 in seinem Buch Die Säugetiere der Sowjetunion auch den Rothirsch beschrieben. Und er hat das auf Studien in der Ukraine gestützt. Und er kommt, wenn man das mal so ein bisschen interpretiert, was er schreibt, auf Huftierdichten zwischen 0,2 und 0,4 Stück Rotwild pro 100 Hektar, was in der Tat sehr wenig ist. Allerdings müssen wir uns zwei Dinge vergegenwärtigen und dann relativiert sich das Bild auch schon wieder. Sie merken, Wissenschaft muss man auch immer hinterfragen. Erstens, die 40er Jahre in der Ukraine waren natürlich eine Zeit des Hungers und der Notzeit für die Menschen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass dort extremer Wildereidruck zum Beispiel auf den Wäldern auch gelastet hat, einfach damit die Menschen nicht verhungert sind. Und deshalb können diese Zahlen natürlich auch durchaus anthropogen schon beeinflusst sein. Zum anderen hat er natürlich auch im Wesentlichen Menschen befragt, Jäger und Förster befragt. Und das ist im Grunde heute genau wie früher. Wenn Sie Jäger befragen, dann unterschätzt man eigentlich leicht die Zahl von Wildtieren, weil man einfach tatsächlich von dem, was man sieht, sehr schnell schließt auf das, was da ist. Also von daher sind diese Zahlen von Heppner eben mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Es gibt dann nochmal eine Arbeit von Schulze und Co-Autoren aus den 2000er Jahren, wo auch wieder Ukraine und Mitteleuropa verglichen werden. Allerdings ist auch hier methodisch gesehen und auch hier, wie gesagt, der Appell an Sie, wenn Sie was lesen, bitte nicht alles eins zu eins für Wahrheit halten, sondern zu gucken, wo ist denn da die spezifische Wirklichkeit, was sagt die eigentlich aus. Und da sehen wir in dieser Arbeit von Schulze zum Beispiel, dass die Methoden der Bestandesaufnahme zwischen den Karpaten, soweit ich weiß, war das, und Mitteleuropa eben differierten. Das heißt, in den Karpaten wurden im Wesentlichen Jäger und Wildhüter befragt und bei uns wurden relativ intensive Methoden, zum Beispiel der Losungserfassung, wenn ich es richtig im Kopf habe, in dieser Arbeit eingesetzt. Das heißt also, hier haben wir methodisch natürlich wieder große Unterschiede, wo die eine Methode vor allen Dingen deutlich unterschätzt, und zwar gerade die in den Karpaten, wo dann im Grunde ja auch das Resultat aus dieser Arbeit ist, dort gibt es weniger Wildtiere, weniger Huftiere. Auch das ist eben mit großer Vorsicht zu genießen. Das sind die beiden Arbeiten, die wir eigentlich nur in Mitteleuropa haben, und damit sind wir eigentlich nicht wirklich in der Lage zu sagen, es gab definitiv viel mehr oder viel weniger Huftiere früher. Aus Nordamerika haben wir eher gegenteilige Befunde, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Was machen überhaupt die großen Huftiere, was macht der Rothirsch, was macht das Reh eigentlich in diesen Wäldern? Einmal eben die Frage generell der Reduktion an Biomasse, aber gut, es sind Pflanzenfresser. Und Pflanzenfresser fressen für gewöhnlich Pflanzen und das ist dann auch relativ normal, diese Reduktion. Und der Effekt der sogenannten Entmischung bei Laubgehölzen, der wird auch immer genannt, dass also hier bestimmte Arten bevorzugt von Reh zum Beispiel auch geäst werden und damit in den Endbeständen dann möglicherweise deutlich weniger vorhanden sind, als man sich das wünscht. Und da sind wir im Grunde wieder bei der forstlichen Denkweise, als man sich das wünscht. Es ist natürlich völlig legitim, dass ein Waldbewirtschafter oder eine Waldbewirtschafterin sich überlegt, ich möchte gerne einen gewissen Anteil an sogenannten Edellaubholzarten in meinen Buchen mit drin haben. Ich möchte gerne einen gewissen Anteil an Tanne in meinen Fichte-Buche-Beständen zum Beispiel drin haben. Das ist völlig normal, völlig in Ordnung. Allein die Frage ist, wünscht die Natur sowas auch? Oder ist das, was wir im Grunde als Entmischung mit einem negativen Vorzeichen versehen, in einem Naturwald vielleicht ganz normal, dass nur bestimmte geringe Anteile an bestimmten Arten auch in den Wäldern drin sind. Das heißt also, die Frage der seltenen Baumarten, nicht selten, weil sie vom Menschen selten, durch den Menschen selten geworden sind oder selten, weil sie von den Wildtieren gefressen wurden, sondern selten, weil sie einfach nicht häufig sind, auch in der Natur nicht. Das heißt, auch hier die Frage ist völlig offen, wie viel Entmischung in Anführungsstrichen braucht denn der Naturwald und wie viel verträgt er? Unser großes Problem ist tatsächlich in diesen Fragen aus wissenschaftlicher Sicht, aus Erkenntnisgewinnsicht, die Tatsache, Wälder entwickeln sich langfristig. Und Sie sehen ja, wir haben schon große Probleme mit unseren normalen forstlichen Wirtschaftszeiträumen. Schon die 100 Jahre der Fichtenwirtschaft bringen uns an Grenzen, wenn wir jetzt plötzlich sehen, wir hatten jetzt zwei beziehungsweise drei relativ trockene Jahre.
Wir sehen auf vielen Standorten die Fichte plötzlich in großem Umfang absterben. Und man steht mit großen Telleraugen davor und fragt sich, was ist das denn jetzt? Ja gut, das ist relativ normal, weil so ein Baum, Baumgeneration eben auf 100, 150, 200 Jahre Lebenszyklus die verschiedensten Umwelteinflüsse, unter anderem eben auch Trockenheit, unter anderem auch Fröste, unter anderem auch Kälte, ertragen können muss. Das ist die berühmte Langlebigkeit und dieses berühmte große Maß an Anpassungsfähigkeit, welches Bäume haben. Und wenn die Bäume dann eben auf suboptimalen Standorten ausgebracht sind, aus Gründen, für die es wieder gute Argumente gibt, völlig klar, in der Nachkriegszeit hat man im Grunde Fichte in großem Umfang, zum Beispiel nach den sogenannten Reparationshieben, eingebracht. Genau wie man Fichte zur Zeit des Entstehens der nachhaltigen Forstwirtschaft, zur Zeit von Kotter und den forstlichen Klassikern eingebracht hat, weil es überhaupt die einzige Chance war, überhaupt wieder entwaldete Gebiete in Bestockung zu bringen. Das waren ja im Grunde keine Fehlentscheidungen, aber wir sehen eben, dass die Natur durchaus oftmals anders arbeitet als Forstleute. Und dementsprechend haben wir offenbar so ein bisschen verlernt, eben diese Langfristigkeit im Auge zu behalten und zu sagen, okay, ich muss nicht nur bis in den nächsten 5 Jahren denken, bis die Verjüngung im Grunde 2 Meter hoch ist oder 3. Ich muss im Grunde die gesamte Waldgeneration über 100, 120, 140 Jahre im Wirtschaftswald und über 200, 300, 400 Jahre in naturnahen Wäldern im Auge behalten. Und dann wird es natürlich definitiv nicht leichter, sondern es wird deutlich schwerer, hier überhaupt ein wertendes menschliches Urteil abgeben zu können, seriös. Und daran krankt im Grunde vieles an der Diskussion zurzeit. Wir diskutieren über Dinge, die wir eigentlich in vielen Fällen noch gar nicht beurteilen können. In großen Naturwäldern ist darüber hinaus ein Problem, welche anderen Faktoren außer den Wildtieren sind eben bestimmt, wie es mit dem Licht beispielsweise, ja, was passiert, wenn irgendwo ein großer Baum abstirbt und zusammenbricht, dann haben wir im Grunde kleine Verjüngungsinseln und je nachdem, wie die dann gelagert sind, sind das wahrscheinlich auch die Hotspots der künftigen Diversität der Naturwälder. Auch da ist der Einfluss der Wildtiere bislang völlig ungeklärt. Anderes Beispiel ist das Thema Tanne. Tannen haben ja durchaus das Potenzial, in einer Art Wartestellung eine ganze Baumgeneration über sich abzuwarten, in Anführungsstrichen, über sich ergehen zu lassen, um dann erst sozusagen mit dem Absterben der ersten Baumgeneration, das sind dann oft 100, 150, 200-jährige Tannen, die dann wirklich nur wenige Meter hoch sind, im Unterstand stehen und dann plötzlich nach oben zu wachsen. Also hier sind so viele Phänomene, die wir im Moment noch nicht wirklich beurteilen können, dass es natürlich ganz schwer wird, Naturwälder in Bezug auf den Einfluss von Wildfraßeinwirkungen zu beurteilen. Und eine spezielle Situation ist nochmal im Artenschutz oder nicht im Artenschutz, im Naturschutz, der Prozessschutz. Auch dazu gibt es ein eigenes Video. Prozessschutz bedeutet, dass wir im Grunde keine direkten Naturschutzziele haben, sondern dass wir im Grunde sagen, wir wollen Natur Natur sein lassen, also den natürlichen Prozess der natürlichen Entwicklung, da kommt der Begriff, einfach laufen lassen. Und zu einem Prozess der natürlichen Entwicklung muss man sagen, dass es natürlich keine völlig vom Menschen unbeeinträchtigte Entwicklung sein kann, weil, wie vom Anfang schon gesagt, kein Quadratmeter Wald ist heute so, wie er noch vor 1000 Jahren war. Das heißt, der Mensch hat schon vieles verändert, hat vieles überformt. Denken Sie an Stickstoffeinträge, denken Sie an Klimaveränderungen. Und gleichzeitig muss man sagen, wir starten also von einem anthropogenen, überformten Wald oder Ökosystem generell, muss nicht Wald sein, und lassen das einfach sich entwickeln. Und das bedeutet, man muss natürlich dort drin auch die Tiere sich einfach entwickeln lassen, wenn Prozessschutz im Sinne eines wissenschaftlichen Konzeptes verstanden wird. Das geschieht allerdings eben nicht regelmäßig, sondern man versucht regelmäßig in den allermeisten Gebieten, wo wir heute vermeintlich Prozessschutz machen, wird zum Beispiel noch gejagt. Und das kann eigentlich mit Prozessschutz nicht übereingehen. Was man machen kann, ist, außerhalb von solchen großen Schutzgebieten, und da passiert Prozessschutz typischerweise, intensiver einzugreifen, jagdlich, weil man zum Beispiel die Kulturlandschaft
direkt angrenzend hat, wo dann im Grunde auch Schäden entstehen können. In der Prozessschutzfläche selber können per Definition keine Schäden entstehen. Also das ist nochmal eine Sondersituation, wo wir eigentlich die Hände von der Bejagung definitiv lassen müssen. Aber fragen Sie mal, viele Nationalparke fleißig zur Jagd gehen und wie auch immer man dieses Kind dann nennen mag, ob man das dann Reduktion oder Wildtiermanagement nennt, ist völliger Unfug. Im Grunde wird gejagt. Also da sind eigentlich noch immer die großen Probleme und die großen zu lösenden Fragen für die Zukunft offen, die letztendlich dann auch für Sie eines Tages große Herausforderungen darstellen werden. Nochmal, ich hatte es eben angekündigt, ein Blick nach Nordamerika. Es ist klar, dass wir Nordamerika nicht eins zu eins mit mitteleuropäischen Verhältnissen vergleichen können. Das hat einfach mit der Waldgeschichte, mit der Erdgeschichte dort zu tun. Ich will es nur ganz kurz nochmal erwähnen, die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich. Mitteleuropa hat relativ wenige Baumarten in unseren Wäldern, einfach weil die letzte Eiszeit viele Bäume verdrängt hat und die sind dann praktisch auf diesen Riegel, Querriegel der Alpen getroffen und konnten da im Grunde nicht ausweichen, beziehungsweise waren dann südlich der Alpen nicht mehr vorhanden und sind deshalb durch die letzte Eiszeit eben verschwunden bei uns. In Nordamerika gibt es im Grunde die Längsorientierung, also die Nord-Süd-Orientierung, so kann man sagen, von Appalachen und von Rocky Mountains. Dort haben wir praktisch so eine Art großen Trichter, wo letztendlich in einem Nord-Süd-Gradienten viel mehr Bäume im Süden die letzte Eiszeit überleben konnten. Das ist so ganz vereinfachend gesagt die Hypothese, warum es in Nordamerika so viele Laubbaumarten gibt. Ich hatte eben schon mal erwähnt, und jetzt noch nicht erwähnt, im Yellowstone Park haben wir zum Beispiel unter Bedingungen mit Großpredatoren, also mit Wolf, und zwar auch in den Waldanteilen, nicht nur in den Offenlandanteilen, recht hohe Huftierdichten. Wir reden da von roundabout 10 Wapiti pro 100 Hektar mal umgerechnet. Das ist schon sehr ordentlich. Da würde es manchem Förster bei uns die Tränen in die Augen treiben. Nun gut, kann man sagen, es ist ja auch ein Nationalpark. Aber auch in deutschen Nationalparken haben wir diese Dichten nicht und tolerieren diese Dichten eben auch nicht. Gut, man kann sagen, okay, es ist Nordamerika ist was anderes, wobei man eben schon dann auch begründen muss, warum es konkret was anderes ist. Ein anderes Thema, die Appalachen, das finde ich immer insofern hochinteressant, als es auch um die Frage der Entmischung, wenn es um die Frage der Entmischung geht. Die Appalachen, in den Appalachen gibt es einen Teil, der nennt sich Great Smoky Mountains, liegt zwischen Tennessee und North Carolina, ist heute Nationalpark, etwa 200.000 Hektar groß dieses Gebiet, enthält große Teile von sogenannten Primärwald, also das, was wir bei uns im Grunde als Naturwald hier bezeichnen würden. Keine wirklichen Urwälder, aber schon wenig beeinflusste Wälder. Sehr artenreiche Laubmischwälder sind im Grunde weltweit die Hotspots der Biodiversität in Wäldern. Das sind also die artenreichsten Laubwälder eigentlich weltweit, die dort existieren. Und hier wissen wir aus der Geschichte, dass hier sehr hohe Huftierdichten bis zur Besiedlung durch die Weißen existiert haben müssen. Wir wissen beispielsweise aus Handelsstatistiken, dass durch die Cherokee, das sind also eine indigene Bevölkerungsgruppe, die vor allen Dingen eine Jägerkultur war, durch die Cherokee in dieser Region mindestens 25.000 Huftiere pro Jahr erbeutet wurden, und zwar offenbar nachhaltig erbeutet, weil das Statistiken sind, die über viele Jahre nachzuverfolgen sind. Und das muss natürlich auch, oder das bedeutet natürlich auch ein Weis darauf hin, dass Mitte des 18. Jahrhunderts hier auf diesen 200.000 Hektar etwa, wo auch dieses Jagdgebiet der Cherokee lag, definitiv weit höhere Huftierdichten geherrscht haben müssen, als wir das heute hier vor Europa annehmen. Trotzdem ist es bis heute eben eines der artenreichsten oder vielleicht sogar das artenreichste Laubwaldökosystem weltweit. Wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass wir das genau dasselbe brauchen. Wir haben eben insgesamt weniger Laubbaumarten. Wir haben eine andere Geomorphologie in Mitteleuropa. Aber das nochmal so ein bisschen als Hinweis. Dass im Grunde bestimmte Glaubenssätze existieren, die man nicht eins zu eins immer übernehmen muss und weitertragen muss, sondern die man hinterfragen muss und gucken muss, kann es auch anders gewesen sein.
und zweitens eben, dass offenbar Huftiere ökologisch definitiv guter und wichtiger Bestandteil von solchen Waldökosystemen, von solchen Primärwald- oder auch Naturwaldökosystemen sein können. Im Übrigen, das werden wir an anderer Stelle auch in anderen Videos nochmal genauer erläutern, wird die Rolle der Abundanz von Huftieren normalerweise überschätzt und die Rolle von anderen Faktoren, sei es Prädation und Ähnlichem, normalerweise unterschätzt. Wenn wir uns jetzt nochmal wirklich zu Gemüte führen, die Frage, was tun diese Tiere in diesen Ökosystemen, dann haben wir im Grunde einmal das Thema Habitatgestaltung, das heißt, Vegetation wird beeinflusst, ganz klar. Vegetation wird aufgefressen, das heißt, es gibt dort auch durchaus Verschiebungen von Pflanzenarten. Der Boden wird verwundet, sei es durch Tritt, durch Huftritt sozusagen an bestimmten Stellen, ob das nun Wasserstellen sind, ob das bestimmte Wechsel sind oder beim Wildschwein natürlich vor allen Dingen durch die Wühltätigkeit auch massiv. Und dann, Sie können hier wie gesagt verschiedenste Untersuchungen sich mal auch gerne angucken. Das Bild, was Sie hier unten sehen, stammt aus einer Arbeit von Schulz und Reck. Hier geht es zum Beispiel um gefährdete Arten wie den dunklen Uferläufer, der eben genau an solchen bodenverwundeten Stellen, wo der Rothirsch zum Beispiel auch an Suhlen oder an Wechseln, wo die Tritteinwirkung praktisch den Boden dann in eine bestimmte Struktur bringt oder die Bodenoberfläche in eine bestimmte Struktur bringt, definitiv an solchen Stellen überleben kann. Das heißt also, das ist das Thema Habitatgestaltung für Pflanzen und für Tiere. Und natürlich die Frage des Diasporentransportes. Auch das ist ein riesiges, bislang nur in Teilen erkanntes Feld, sowohl auf der Haut, also in dem Haar, auf den sogenannten Decken der Tiere, auf den Schwarten des Schwarzwildes werden eben auch eine Menge Diasporen transportiert und noch später eigentlich erst richtig gut erkannt, den Diasporentransport durch die Magen-Darm-Passage, was dann praktisch mit der Losung an Diasporen wieder ausgeschieden worden ist. Auch das ist beeindruckend, was hier letztendlich auch verbreitet wird und wo natürlich dann auch die Biodiversität im Sinne von genetischer Diversität und von Vermischung die Isolation von bestimmten Pflanzensubpopulationen dann vermeidet. Weitere Schlüsselprozesse sind natürlich die Räuber-Beute-Verhältnisse, da will ich nur ganz kurz hier drauf eingehen, da werden wir in Zukunft auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Das Thema Kadaverökologie ist ganz, ganz spannend, geht dann vom Management schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung Wildbiologie. Das heißt, große Huftiere sind Beute für große Prädatoren und wenn ich große Prädatoren in Naturwäldern mir wünsche, dann brauche ich auch entsprechende Huftierbestände, Huftierdichten in diesen Naturwäldern. Andernfalls kommt es dann im Grunde wiederum zum Problem, dass die großen Prädatoren aus den Gebieten sich zurückziehen und zum Beispiel auch wieder sich mit domestizierten Huftieren beschäftigen. Der zweite Teil ist eben tatsächlich die Kadaverökologie. Auch die ist heute einfach so ein bisschen aufgrund unserer Denkweise, dass Kadaver eben was Gefährliches sind, können Krankheiten verbreiten, die müssen vergraben werden, die müssen aus der Landschaft verschwinden. Diese Denke ist der Natur eben nicht eigen, sondern die Natur hat Kadaver einfach als Kadaver und es leben unzählige Arten dann von diesen Huftierkadavern. Gerade wenn man das zum Beispiel in den Gebieten, wo noch Wisente vorkommen, auch Biowäscher beispielsweise, sich anschaut, was dort an solchen Wisentkadavern, die natürlich eine ganze Menge an Biomasse auch beinhalten, sich an Arten einfindet und davon lebt, ist schon sehr beeindruckend. Aber das gilt eben, wie wir es hier beim Rothirsch sehen, auch für den Rothirsch. Das sind eben nicht nur die Raben, sondern das sind eben von Bakterienarten, von anderen Mikrobenarten, von Insekten in einer großen Zahl, von Singvögeln. Hier die Raben sind nur die größten Singvögel, die wir hier an diesem Kadaver sitzen, haben auch viele andere, bis hin dann auch zu den kleinen Raubsäugern und ähnlichen Arten. Also unendlich viele Spezies, die hier diese Kadaver nutzen können. Und auch das ist natürlich in Naturwäldern etwas, was wir bislang kaum vertiefend untersucht haben.
zum Vegetationseinfluss vielleicht mal so ein bisschen zum Abschluss. Das haben wir auch in einigen anderen Videos schon dargestellt. Beim Rothirsch beispielsweise ist es so, dass die Feindvermeidung im Wesentlichen das Verhalten dominiert. Das ist ganz interessant, wenn jetzt zunehmend von der Bejagung als klassisches Objekt der Feindvermeidung die großen Prädatoren wie der Wolf als Objekt der Feindvermeidung in Erscheinung tritt, ob sich da dann Unterschiede in der Raumnutzung ergeben. Die Flächennutzung selber wird dann wiederum vom Störungsregime auf den Flächen und von der Futterqualität bestimmt. Das heißt also, daran entscheidet sich, wie attraktiv ist so eine Fläche für Rotwild, wenn sie dort ungestört sind, wenn diese Wiese eine bestimmte Qualität ja, an Nahrung bietet, dann wird die intensiv genutzt, so wie das auf diesem Bild hier auch von Markus Meissner dankenswerterweise zur Verfügung gestellt zu sehen ist. Wir müssen die unterschiedliche Ernährungsphysiologie der unterschiedlichen Arten betrachten, das hatten wir am Anfang schon mal darauf hingewiesen, dass Konzentratselektierer hier draußen zum Beispiel nicht auf so einer großen, vom Rotwild genutzten Offenfläche wirklich einen Einfluss haben, dass die aber zum Beispiel dann eher wieder im Wald einen Einfluss haben. Und das Problem der Entmischung, wie schon gesagt, tritt heute als negativ eigentlich vor allen Dingen in anthropogen überformten Systemen auf. Es mag auch in natürlichen Systemen auftreten, aber wie wir es dort zu beurteilen haben, das wissen wir eben noch nicht. Hier nur noch mal kurz der Hinweis auf das Thema Rothirsch. Auch das können wir noch woanders in anderen Videos noch mal nachlesen. Hier haben wir, oder wissen wir heute, dass Rothirsche deutlich kleinere Jahresstreifgebiete haben, vor allen Dingen die Verbände der weiblichen Individuen, die Kreiwildverbände. Alttiere sind relativ standorttreu, sodass sich also auch hier interessante Muster ergeben von solchen im Grunde Mutterfamilienverbänden, Kreiwildrudeln, die sich in, auch über Jahre hinweg, wie man hier sieht, anhand der verschiedenen Farben der Streifgebietsumfänge für 2015 bis 2017 hier dargestellt, relativ konstant sind, wenig variabel sind. Und das bietet uns eigentlich für die Zukunft interessante Aspekte, wie wir damit auch umgehen, wie wir diesen Einfluss in der Fläche einschätzen, wie konzentriert ist dieser Einfluss, wie kommt Ferntransport, das würde zum Beispiel über die Hirsche mehr funktionieren, Ferntransport von Diasporen zustande, welche Bereiche werden überhaupt beeinflusst und einiges mehr. Aber auch hier spielt eben gerade die Offenlandnutzung, wo sie denn möglich ist, eine sehr, sehr große Rolle. Und auch Naturwälder brauchen vermutlich Offenlandanteile. Auch das ist etwas, was wir uns für die Zukunft noch in Ruhe weiter durch den Kopf gehen lassen müssen. Es gibt ja mittlerweile Ansätze, ich hatte Ihnen am Anfang die beiden Tagungsbände gezeigt, wo im Grunde auch die Rolle von großen Herbivoren für die Offenhaltung diskutiert wird. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in Glaubenssätzen verstricken und sagen, ja gut, Wälder sind immer Wälder und sind immer homogen und zusammenhängend. In der Natur muss das eben nicht so sein, sondern da sind eben auch immer wieder Offenlandanteile vorhanden. Hier sehen Sie nochmal das klassische Bild, was ich Ihnen schon an vielen Stellen gezeigt habe, dass hier verschiedene Kahlwildrudel definitiv mit ihren Streifgebieten jetzt mal symbolisch dargestellt sind. Und hier sehen wir diese Flächen, wo sich die Großrudel bilden. Und das müssten und sollten eigentlich klassischerweise die Offenlandflächen sein, auch die Offenlandflächen in großen Waldökosystemen, einschließlich Naturwaldsystemen, wo sich praktisch dann die Überschneidung dieser einzelnen Streifgebiete stattfindet. Und diese Großrudel bilden sich eigentlich typischerweise aus den Überschneiden oder in den Überschneidungsflächen der Streifgebiete der einzelnen Verbände. Und wenn die sich wieder auflösen, bleiben die ursprünglichen Kahlwildverbände auch wieder unter sich. Und jetzt kommen wir so ein bisschen wieder vom Naturwald in Richtung Wirtschaftswald. Klar kann man natürlich diese tradierte Raumnutzung auch beeinflussen, was im Naturwald eigentlich oder insbesondere im Prozessschutzsystem eigentlich nur zu beobachten ist, wo man einfach daraus lernen kann, was passiert da eigentlich. Das können wir im Wirtschaftswald auch gezielt steuern, indem beispielsweise
Habitatpräferenzen durch Angebot von Offenflächen, durch Angebot von attraktiven Offenflächen, die eine bestimmte Nahrungsqualität beinhalten und durch ein gemanagtes Störungsregime, Klammer auf, da spielt natürlich dann Bejagung eine Rolle, Klammer zu, auch gezielt beeinflusst werden kann. Und das sind eigentlich im Grunde die beiden Unterschiede. Auf der einen Seite im Wirtschaftswald, da managen wir gezielt die Raumnutzung der Tiere und da managen wir natürlich auch gezielt die Abundanzen. Also wir versuchen die Abundanzen nach unten oft anzupassen, damit einfach nicht so viele Tiere in der Fläche sich bewegen, die dann eben auch einen Einfluss auf das Waldökosystem haben. Im Naturwald, oder gehen wir ins andere Extrem, im Prozessschutz sollten wir das völlig unbeeinflusst lassen und im Naturwald, / naturnahen Wald, da kommt es dann im Grunde wieder auf die Zielsetzung jeweils die forstliche an, was wir dort eigentlich bewirken wollen, wie wir mit diesen Tieren dort in Zukunft umgehen müssen. Sie sehen, wir wissen mittlerweile relativ viel schon. Es wird in der Praxis noch relativ wenig umgesetzt. Aber hier wäre es ein klassischer Fall, dass man einfach lernen muss, die alten Vorstellungen zu hinterfragen, über Bord gehen zu lassen, insbesondere die Glaubenssätze über Bord gehen zu lassen und sich wirklich den fachlichen Erkenntnissen in ihrer Vielfalt natürlich auch nicht eine Untersuchung rausziehen und sagen, so ist es, sondern wirklich zu schauen, was ist denn das gesamte Bild zum Thema große Pflanzenfresser, große Schalenwildarten, große Huftierarten in Waldökosystemen und damit dann in die Zukunft zu gehen und damit die einengenden Vorstellungen der Vergangenheit, ich brauche möglichst wenige und am liebsten gar keine, weil sie sind im Grunde als Schädling im Wald zu sehen, das müssen wir in Zukunft relativieren. Zweite wichtige Erkenntnis ist, alle Tiere, nicht nur die Huftiere, verdienen, glaube ich, in Waldökosystemen zunehmend Beachtung, mehr Beachtung als heute. Das heißt, wir müssen zunehmend sehen, dass die pflanzliche Komponente, die botanische Komponente eben auch beeinflusst wird von einer Komponente Tiere, die in der Vergangenheit in der Denke kaum eine Rolle gespielt hat. Auch das ist für das Management in Zukunft wichtig. Und die dritte Botschaft vielleicht in diesem Kontext, bei dieser Veranstaltung heute, ist, dass wir im Grunde auch in Naturwäldern nicht in komplexen, geschlossenen, dunklen Waldblöcken denken dürfen und müssen, sondern dass wir im Grunde auch da einmal in einer Vielfalt, in Mosaikstrukturen mit Offenanteilen im Wald, aber auch über den Waldrand hinaus definitiv denken müssen, wenn wir es mit vor allem mit dem Management von Huftieren zu tun haben und das Management von Huftieren an solche naturnahen Wälder / Naturwälder anpassen wollen. Ja, so viel dazu heute. Ich hoffe, ich habe erstmal einen kleinen Einstieg und Überblick gegeben und zu einigen Punkten, wie gesagt, finden Sie bei uns schon vertiefende Videos. Zu anderen Punkten werden wir in Zukunft Ihnen noch das ein oder andere Video auch liefern. An der Stelle schönen Dank und bis zum nächsten Mal.